Herzlich willkommen, Herr Marco. Wir stehen hier, wir sehen im Hintergrund die neue Falisera-Bahn. Was kann jetzt diese neue Bahn besser als die anderen? Ja, zum einen viel mehr Komfort, zum anderen eine deutlich schnellere Fahrgeschwindigkeit, also schneller am Berg, deutlich höhere Kapazität, keine Wartezeiten, also großer Komfort, großer Vorteil für den Kunden, für den Gast. Das Gesamtprojekt ist mit 70 Millionen budgetiert. Wie wichtig war dieses Standortbekenntnis gerade in Zeiten von Corona auch für die Silvretta Montafon und die BTV hier zu investieren? Ja, wir glauben an die Zukunft. Wir glauben und wissen, dass es nach Corona wieder gut weitergehen wird. Wir haben einen ganz starken Markt direkt vor der Tür, starker Heimmarkt, Baden-Württemberg und Bayern bis Augsburg, aber auch sehr viele Schweizer, 19% Schweizer. Also es wird wieder aufwärts gehen und für das Tal, für die Tourismuswirtschaft im Tal ist es ganz ein wichtiges Signal, damit auch in den anderen Bereichen weiter investiert wird. Kurze Wege war eine Prämisse, die man da umgesetzt hat, wenn man sich das ganze Konzept anschaut. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz den Weg des Skigastes bis auf den Berg. Ja, das Projekt wurde ja sehr lange geplant und da ist wirklich sehr viel Hirnschmalz eingeflossen. Es gibt kurze Wege, es wurde immer wieder verbessert. Sie müssen sich das so vorstellen, der Gast fährt in die Tiefgarage, parkt im Idealfall direkt beim Ausgang, hat nur wenige Schritte, um entweder links ins Depot zu gehen oder rechts, wenn er nach der langen Anfahrt vielleicht noch aufs WC muss, fährt mit dem Lift oder mit der Rolltreppe einen Stock höher zum Sportshop, hat auch gleich die Marktgastronomie gegenüber des Sportshops oder eben zwei Stockwerke höher, um direkt bei der Bahn zu sein, um gleich in die Kabine und gleich auf den Berg zu kommen. Imposant ist auch die Architektur. Was ist gerade besonders an der Mittelstation und vielleicht auch an der Bergstation? Ja, das Interessante an der Mittelstation ist, dass die Piste über das Stationsgebäude, das ja ein sehr mächtiges Gebäude ist, das versinkt aber mehr oder weniger in der Natur. Die Piste geht über das Gebäude drüber. Ideal, weil der Kunde, ob für Bergfahrt oder Talfahrt, immer auf der richtigen Seite abschwingen kann und ganz kurzen Weg wieder zum Zustieg in die Kabine hat. Und an der Bergstation, das ist nur das Nötigste, eine technische, relativ klein gehaltene vom Fußabdruck her Bergstation. Das Interessante hier ist die Photovoltaikanlage, die ja ganz eine gute Ausbeute hat, hier am Berg herum, wie zum Beispiel heute bei Kaiserwetter, bei der zusätzlichen Lichtreflexion durch den Schnee. Also wir gehen neue Wege, sowohl bei der Photovoltaikanlage am Berg als auch bei der E-Mobilitätsgarage mit den 50 Ladestationen im Tal. Vielleicht abschließend noch technische Details. Wie sieht es mit der Kapazität dieser neuen Falisera-Bahn aus? Ja, die Bahn hat jetzt eine Kapazität von 2.800 Personen pro Stunde. Das ist eine deutliche Steigerung. Mit der alten Bahn hatten wir 2.200 und die 2.800 sind nicht das Ende der Fahnenstange, sondern man kann bis auf 3.6 hochrüsten. Im Moment reichen die 2.8, aber wir haben die Möglichkeit, wenn notwendig, auf 3.6 hochzurüsten. Dann sage ich vielen lieben Dank und einen guten Start in die neue Saison. Dankeschön.